Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ah, der Berg ist etwas weiter verschwunden. Wir haben da etwas abgetragen. Innen drin habe ich jetzt auch irgendwas gemacht. Den Weg habe ich gebaut. Ja, das ist soweit. Und ein paar Erze haben wir gesammelt. Und zwar, ich habe jetzt ein Stack Kalk Copperite und ich habe jetzt ein Cassiterit-Sand. Und damit wollen wir jetzt nämlich als nächstes weitermachen, weil jetzt sagt er nämlich, ihr braucht 48 Kupfer-Ingots und 16 von denen. Dann wollen wir natürlich überzeugen, dass es auch macht. Und vom anderen machen wir dann auch 32. Da können wir gleich ein bisschen Creosote Oil verarbeiten. Weil der muss jetzt demnächst auch mal leer werden. Denn wir möchten den dann irgendwann auch umstellen. Aber da stört er eigentlich nur. So, habe ich noch irgendwas, was ich noch durchbraten kann, muss, soll? Nee. So, was haben wir denn alles für Erze gefunden? Für die, wo wir den Speedrun nicht gesehen haben. Also, wir haben jetzt Kupfer, Mineralsand, Diamanten, Gold und Garnetin. Garnetin ist wichtig, weil da ist Cassiterit-Sand drin. Also, da, das ist die Zinnader. Kupfer ist die Kupferader. Mineralsand ist momentan die Eisenader. Gold ist auch Eisen und halt Gold. Die habe ich jetzt noch nicht rausgeklappustert. So, in der Zeit, wo wir jetzt dann natürlich schön brav das da machen, gehen wir erstmal die ganzen Quests durch. Und zwar bei Fishing. Da habe ich nämlich das letzte Mal beim Aufräumen, weil zu viel Weizen rumgelegen ist, mal ein bisschen Mehl gemacht. Ist eigentlich ganz einfach. Wofür haben wir denn momentan? Zwei Stacks. Dann brauche ich mal schnell einen Stein. Dann mal schnell hier hin. Muss hier halt runter. Aber. Zack. Das war der ganze Spaß und wir haben ein bisschen Mehl gemacht. So, dafür. Achso, das kriege ich alles drei. Da kann ich das aufräumen und das aufräumen. Das ist ein Stahlmortar. Der ist dann ganz gut, um das nächste zu machen. Dann habe ich mit dem Soft Mallet. Wie gesagt, das ist jetzt alles. Ab jetzt mit den Werkzeugen ist alles etwas leichter. Ah, das heißt. Mal ganz schnell Klack gemacht. Und man hat ein bisschen Getränke. Jetzt habe ich gerade festgestellt, das ist nicht gut. Den muss ich verschieben. Da kommst du dahin erstmal. Bis wir innen deinen Platz dann gefunden haben. Ja, ich möchte Zugriff aufs Werkzeug haben. Okay, also, dann haben wir so einen Saft. Nehmen wir mal Bananenmilchshake. Ich habe noch keine Bananen gesehen, also nehmen wir die mit. Beim letzten Mal habe ich ja nochmal was gegessen. War dann sozusagen ein Essen, das gut genug war und dann sieht man es jetzt hier unten. Ich habe jetzt ein Herz mehr. Warum das mir jetzt zwei angezeigt werden, weiß ich nicht. Vielleicht bis ich den ersten Schlag abkriege, also und dann ist es wieder weg. Hatte ich schon mal. So, okay, das haben wir auf jeden Fall auch. Dann haben wir noch irgendwas. Nein. Also, machen wir mit Stone Age weiter, weil wir möchten A
in die Richtung gehen, wir möchten A in die Richtung gehen. Wobei die Richtung momentan mehr Sinn macht, als auf die Smeltery erstmal zu laufen. Smeltery macht für mich erst ab dem Zeitpunkt Sinn, wo man Mischmaterial herstellt. Und ich meine jetzt nicht Bronze. Das kann man nämlich alles sozusagen hier machen. So, das heißt Tanned Leather, das heißt, ich brauche 4 Leder, 4 Strings, 4 Karten. So, wie machen wir Strings? Ah, ich weiß es wieder. Einfach eine Linie ziehen. So, haben wir 4 Stück. So, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt so rum war. Nein. Dann bin ich mir jetzt sicher, dass es so rum war. Genau, dann haben wir jetzt hier unseren Woven Cutten. Den braucht man nämlich auch öfter. Ziehen wir auch mal entlang. Davon brauchen wir noch mal 5. Wir machen einen zweiten. So, und jetzt brauchen wir Drying Rig haben wir schon. Dann brauchen wir hier noch mal Zähne. Haben wir 4. Gut. Bound Leather. Das saven wir uns auch mal, weil das brauchen wir jetzt auch noch eine ganze Zeit. Mein Problem wird jetzt sein, dass ich, glaube ich, zu wenig Leder habe. Jawohl. So, das heißt jetzt, wir brauchen noch ein weiteres Werkzeug. Den Badger. Da brauche ich einen normalen. Okay. Das heißt, wir brauchen dann halt. Nein, ich brauche davon 4 Platten, ne? Ja. Dann heißt es, wir brauchen erstmal den Hammer. Dann haben wir 4 Platten. Und dann brauchen wir die Pfeile. Dann haben wir den Rod. Dann haben wir schon mal das. Haben wir unten Pfeile drüben. Und wir haben ein Battery Knife. Weiß ich noch gar nicht, ob das schon überhaupt verlangt wird. Ich weiß, dass es eine Quest gab oder gibt. Auf jeden Fall ist es wichtig und deswegen seht ihr auch da unten diese ganzen Viehis. Die dürfen noch einmal. Bevor sie zum Schlachter müssen. Bisschen ausgedünnt. Mit dir will keiner. Okay. So, wir haben 7 Leder. Machen wir 12. Das heißt, ich muss jetzt wieder warten, bis die Kühe nachgewachsen sind. Dann heißt es jetzt, wir gehen hier hin. Alles klar. Das Cutten reicht nicht.
Und jetzt wisst ihr, warum, dass ich gesagt habe am Anfang, Karten ist sowas von wichtig. Darum muss ich mir jetzt dann auch mal hier Gedanken machen, wie ich das dann irgendwann machen will. Aber ich brauche auf jeden Fall auch entweder brauche ich Kleber oder einen Slimeball, weil die Viecher dann da auch weg müssen. So, dann heißt es jetzt Tanned Leather. Jetzt haben wir drei Stück. Und die hängen wir jetzt sozusagen an die Drying Racks. Und jetzt haben wir 10 Minuten Zeit, was anderes zu machen. Denn bis dahin sind die dann durch. So, dann haben wir ja jetzt gemacht Zinn und Kupfer. So, was nehmen wir jetzt? Achso, Tanned Leather ist ja noch nicht fertig. Aber wir haben jetzt Kupfer. Dafür nehmen wir mir das Footlong. Steht da irgendwas drauf? Ja, schaut komplizierter aus. Claim. Und dann haben wir noch. Da nehmen wir das Berry Metal. 2,5, 1,5. Dann nehmen wir das. Können wir die Hämmerchen abgeben. Okay, hat er alle ab. So, jetzt brauchen wir 32 Bronze Dust. Das heißt, wir haben jetzt das da. Jetzt haben wir Gott sei Dank einen Stahlmortar bekommen. Der wird jetzt richtig drunter leiden. Dann gehen wir mal hier rein. Ich habe Zinn, ich habe Kupfer. Dann legen wir uns schnell hin. Und dann heißt es jetzt, so, 50% sind schon weg, aber ihr seht, ne, das sind schon mal zwei Stacks. Der eine ist ein halber, der Eisen ist ein ganzer, der Stahl sind schon zwei. Bronze sind dann, glaube ich, eineinhalb. Das heißt, wir nehmen jetzt das Pulver hier und dieses Pulver hier. Und ich kann euch nur empfehlen, und das meine ich jetzt richtig ernst. Wir gehen mal schnell in die Schmelze. Und zwar Molten Bronze. Und zwar Schmelze. Hier hast du 48 Millibuckets und 16 Millibuckets. Also ist es genau das Verhältnis 3 zu 1. Ja? Bekommst 48 Millibuckets raus. Also das heißt, du schmeißt dir drei rein, kriegst drei. Oder war das beim Pulver jetzt auch so? Ich glaube, du kriegst erst beim Mixer vier. Genau. Also ich mag es lieber mit sozusagen in den Fingern, anstatt es jetzt in die Schmelze zu schmeißen, weil, wie gesagt, jetzt hat man halt auch die Chance und kann das halt alles mit dem Ofen machen. Und man braucht jetzt sowieso die Ingots. Das einzigste Problem, das sehe ich jetzt gerade auf mich zukommen, weil ich mir überlegt habe, ja, die Schmelze brauche ich gar nicht so schnell. Doch, brauche ich. Ich brauche ja ein neues Werkzeug. Und das kommt ja hier. Und um das Werkzeug zu machen, weil ich muss ja noch Redstone, ich muss noch Diamanten abbauen. Ja, so einfach ist das nicht. So. Dann habe ich hier 50 Sugarcanes, 20 Sticks und 20 Strings. Naja, die Strings habe ich momentan wirklich nicht. Dann schauen wir mal. Das war's nicht. Wir schauen mal schnell nach. Da gibt es nämlich schon eine schöne Brille. Genau die hier. Die Hologlass.
Small Coal Boiler. Da wollen wir gerade sowieso hin. So, wir sind jetzt bei 50%. Da haben wir schon mal 15. Sehr gut. Ja, also, wir machen mal wieder die Chunks an. Also ich habe jetzt wieder genau einen Chunk hier rausgeschlagen. Das ist jetzt dann sozusagen mein Eingangs-Chunk. Ich habe aber auch schon festgestellt, dass die hier eigentlich alle falsch stehen. Ich bräuchte eigentlich eine Dolly. Ich bin aber ganz schön ein Stück noch von Rubber weg. Muss ich dann nochmal umziehen. Wäre dann sowieso sinnvoll, wenn ich das dann langsam in den Berg rein arbeiten würde. So, das heißt jetzt aber, du kommst dahin. Das heißt für mich, wir können mal in der Zeit. Noch weitermachen, halt F7 drücken. Geht nicht. Okay. Dann macht es, dann weiß ich jetzt auch, warum, dass ich früher immer die Fackeln da hinten hin habe. Sehr schön, dass ich selber nicht mehr weiß, warum, dass ich früher Sachen machte. So, und dann haben wir nämlich schon mal gleich den nächsten. Dann wissen wir auch, warum das mit denen jetzt raushauen. Ich muss den eigentlich gerade, ich bin gerade beim Überlegen, aber soweit ich jetzt das weiß, mache ich immer. Nee, ich habe auf jeden Fall das Lager ist 5 hoch, aber das Lager ist komplett anders. Weil es komplett Lager wird ein 3x3 Chunk. Und zwar nach oben offen, nach unten offen. Das ist pieps egal, weil da kommen diese Catwalks hin. Ich hoffe, dass ich da keine Performance-Schwierigkeiten bekomme. Und das wird dann sozusagen einfach nur das kleine Lager. Okay, so, dann heißt es jetzt, wir haben schon mal wieder den nächsten Gang ausgehöhlt. Ich hoffe, dass ich halt dann nicht rauskomme. Wird für mich jetzt halt die nächste Action werden, weil wir jetzt dann langsam aber sicher die ganzen Chunks hier weghauen müssen. So, wir sind jetzt bei 32, 48. Passt. Wir sind durch. So, 48. Das heißt, wir gehen zurück. Das heißt, wir haben jetzt den und können den claimen. Dann haben wir hier die nächsten drei. Und jetzt geht's nach oben. GT6 Dull Pipes. Brauche ich Large Bronze Fluid Pipes. Und hier haben wir. Oh. Ach so. Also genau. GT Tools. Screwdriver used on covers to change their behavior. Also das heißt, man kann dann einschalten, was er machen soll. Mit dem Wrench kann man die Used to change the output directory on a GT machine or to break it. Genau. Und um die Pipes zu connecten und disconnecten. Also verbinden oder entbinden. Das klingt ja schon im Deutschen doof. Crowbar. Die werden wir auch brauchen, weil wenn da mal wieder ich mit der falschen Platte in der Hand rumläuft, dann kann es ganz mal schnell sein, dass da ein Cover drüber ist. Dann kommt man das wieder runter machen. Wirecutter, eins der wichtigsten Tools. Das heißt, mit dem connected und disconnected man Kabel und ja, Kabel und Kabel. Das Soft Mallet macht Maschinen an und aus.
Der Hammer ist, um Steine klein zu machen. Das ist zum Beispiel dann interessant für Redstone. On a side note, tin pipes need a steel wrench to dismantle, so don't place them randomly. Okay, also, das ist ganz wichtig. Tin pipes, es gibt drei Arten von Pipes in Gregtech Pipe. Genau. Und zwar, es gibt einmal die Fluid. Oder gibt es nur zwei? Auf jeden Fall, es gibt die Fluid. Das ist sehr schön, dass ich jetzt momentan nur Fluid habe. Genau, und hier habe ich die Item Pipes. Ja, also. Und Item, also Tin, ist die erste Item Pipe. Also das heißt, wenn ihr keinen Stahl herstellen könnt oder noch keinen Stahlwrench habt durch eine Quest, die gibt es nämlich auch, wo man eine bekommen kann, dann erstmal nicht machen. So, dann brauchen wir jetzt die Wooden Form. Die ist in der Kladderadatschkiste. So, dann brauchen wir Unfired Clay Bricks. Das heißt, wir brauchen Clay. Das wird jetzt bestimmt für mich heißen. Drag muss los. Und Clay besorgen, oder? Wie viel habe ich, wie viel brauchen wir denn? Erstmal 8. Komm. Wir machen gleich 32. Das ist mir jetzt egal. So, Brate. Okay, dann tun wir mal den Curry Rice weg, den Strawberry Pie, das Food Lock, dann haben wir Raw Beef, jawohl. Das hatten uns die Kühe gespendet da unten. Dann haben wir hier noch die Bronze drin. Halt, nein, ich brauche. Wie viel Bronze? Bricks? Ja, das ist mir klar. Dafür brauche ich bestimmt Wasser. Sehr gut. Dann brauche ich 7 Eisen, ein Ofen. Das heißt, ich brauche jetzt davon 14 Stück. Ja, also, wie gesagt, dafür ist der Hammer da. So, dann brauchen wir davon 3. Davon brauchen wir 6. War das der Hammer? Usage Iron. Nein, das war der Wrench. Wusste, irgendein Werkzeug war es. So, irgendwann schnell hin. Also ich vermute, dass hier Tausende von Höhlen sein müssen, weil ich absolut keine Viecher sehe. Also ist der Wahnsinn. Hat noch nie erlebt. Ah, den Ofen hat er nicht mitgekriegt, aber ist optional. Der da ist der wichtige. Ich könnte jetzt zum Brick Dungeon laufen und dort mir die Bricks auch raushauen. Aber nee, das können wir zusammen mal machen. So, das heißt, wir rennen mal schnell runter zum Wasser. Das heißt, die nächsten Bäumchen werden wichtig. Denn wir brauchen unbedingt die Geressin, weil wir brauchen den Wassertank. Aber dann brauche ich auch schon mal vernünftig Eisen, also macht es erst mal Sinn, Bronze Age zu machen, was ich gerade auch vorhab.
So, dann heißt es jetzt da einmal Wasser rein und wir haben zwei. Was halt schön auch mittlerweile geht, ist, man kann auch von einem Questbuch auch das A drücken. So, dann brauchen wir aber noch 10 Bronzeplatten. Na, dann kommst du dahin. Du warst hier. Du warst hier. Nein, du warst hier. Und dann brauchen wir wieder mal einen Wrench. Ja, und wir haben den Small Coal Boiler. Und wir nehmen uns die Small Bronze Fluid Pipes. Wir claimen. So, dann heißt es, wir haben jetzt bekommen die Holo. Ups, da bin ich falsch. Da haben wir hier nämlich ein schönes Teil hier. Dann haben wir jetzt die Holo-Brille auf. Und jetzt, wenn man nämlich auf die Kisten guckt oder in die Sachen hier reinguckt, dann sieht man, was drin ist. Eine Erleichterung, kann ich euch nur sagen. Eine super Erleichterung. Ich hätte jetzt mal gesagt, ist mir jetzt erstmal egal. Bronze Age ist nicht so anfällig. In dem Bezuge auf äußerliches Wetter. Kenne deswegen schon Leute, die eigentlich nur noch in der Wüste bauen, damit sie das Problem umgehen. Ich weiß gar nicht, ob das physisch regnen muss oder ob das reicht, dass Rain dort steht. Das habe ich nie überprüft. Falls es einer weiß, schreibt es mir mal in die Kommentare. So, wir nehmen etwas Wasser mit. Ja, und jetzt wird es eigentlich in der Hinsicht schwierig. Weil jetzt bräuchte man eigentlich Dias. Okay, und jetzt wisst ihr auch, warum, dass man immer wieder Kohle machen muss, weil das dann hier sozusagen reinkommt. Aber der hat kein Feld. Doch, ich kann es da erstmal reinlegen. Sehr gut. Also das heißt, wir müssen jetzt dann immer wieder mal ein bisschen Wasser holen. So, und der ist fertig. Wir haben unsere ersten drei. Das heißt, wir können das da auch claimen. Dann nehme ich dann Wufen Cutten. Kann ich mir ein bisschen Cutten sparen. Das Eisen kriege ich so raus. So, für den Sleeping Bag brauche ich drei. Ich brauche drei Carpets und ich brauche dreimal Wolle. Okay, das heißt jetzt habe ich ein anderes Problem. Jetzt habe ich kein Gras unten. Wie viel Wolle habe ich? Ich habe nur vier. Halt, ich habe eine Säge. Säge war. Carpet. Aber ich brauche zwei, dann habe ich drei. Sehr schön, Schafe, ihr habt Glück gehabt. Drei Stück haben wir. Ich brauche noch drei Wolle. Nee, die drei Wolle habe ich nicht. Tja, doch nicht Glück gehabt. Okay.
Also Butchery Knife hat Looting 2 drauf. Darum macht es Sinn, das Ding zu craften. Und der zweite Effekt, man hat kein... Man kriegt, also die Dinger können einen nicht vor der Nase explodieren. So, dann heißt es jetzt für mich, wir haben jetzt den da, dann haben wir den da und dann zu guter Letzt noch den da und wir haben unseren Schlafsack. Sehr schön, das heißt, unser Bett kann jetzt endlich in der Basis bleiben und wir nehmen uns auch ein Tent Leather. Bringt uns ein Tent Leather weiter. Und zwar für das da. Und zwar, ich täte gerne eigentlich also, wenn man jetzt ehrlich ist, nein, da warten wir lieber noch ein bisschen, weil da macht es mehr Sinn. Weil aus 8 Leder bekommt man nämlich spielend zwei Tent Leather. Das Einzige, was man halt braucht, ist ein bisschen Muffen, Cotton und Cotton, ne? Können wir gleich machen. Können wir doch gleich machen. So, haben wir zwei. Hängen wir uns ja auf, dann haben wir auch gleich den besseren, haben wir gleich beide Rucksäcke. Den für Erz und den anderen auch. So. Ich muss mir jetzt dann auf jeden Fall ein bisschen überlegen, wie ich das mit den Feldern mache. Ich bin nur gerade beim Überlegen, ob ich jetzt dann 4x4 Felder haben will in Zukunft oder ob ich 5x5 Felder haben will in Zukunft. Erst ab LV möglich, aber dann möglich, weil mit Seed Oil und Sand, mit Erde, Sand und Seed Oil kann man nämlich diesen Gartenboden machen und dann braucht man kein Wasser mehr. Also darum bin ich beim Überlegen. Und ja, ich weiß, ich renne momentan die ganze Zeit runter, aber Karten muss ich sofort abernten, dass der wieder weiter wächst. Darum bin ich ja beim Überlegen, wie ich jetzt diese Stufe hier baue. So, das heißt jetzt, wir haben jetzt eigentlich die Quest abgeschlossen. Und sind im Steam Age angekommen. Das heißt, wir claimen uns mal das da. Und dann hätte ich gesagt, kommt auch das Zeug hier beim Eisen rein. Das heißt, ich habe Lignite ist das kleinste, Kohle ist das da, das da ist das da. Das heißt, wir müssen auch auf jeden Fall auf Kohlesuche gehen. Beziehungsweise vielleicht macht es noch Sinn, Diamanten zu holen. So, das heißt, back more advanced alloys. Genau, das ist eigentlich der erste. Aber wir lesen uns schnell nochmal Dutch. Welcome and well done so far. This tier is all about your first machines getting more stuff from your ores and making bronze ingots in a more efficient manner. Genau, weil 3 und ein Ingot ergeben im Alloy-Smelter auch 4. Wird dunkel. So. Jetzt lesen wir noch weiter. For water, check out the water sitting tank multi-block in the multi-block gold tab. To connect up your boilers, be sure to provide water from the bottom. Also von unten. Nee. Doch.
Okay. Also wenn man das sozusagen nach unten macht, sollte man aufpassen und eigentlich das. Nee, Bottom ist oben. Gott. Wenn man nicht mehr weiß. Nee, doch, unten. Doch. Ab ist oben. Klar. Denkfehler schon wieder im Kopf. Okay. Dimble come out from the sides. Remember, steam is hot. It will destroy wooden pipes and it can burn you if you walk on bronze pipes full of steam. Cover them with wooden planks or paper or just don't walk on next to them. And now you can't automate it. Make an electric one if you want to do that. Okay. Das ist schon mal, also das ist schon mal eine wichtige Info. Also wenn du unten das Wasser reinmachst, wenn du dann einen Rain Tank baust oder einen Water Tank, schauen wir mal schnell beim Multiblock vorbei, ob das jetzt der ist, den ich im Kopf habe, oder ob das jetzt vielleicht noch ein anderer ist. Water Sitting Tank. Multi-Block Goals. Water Tank Sitting, okay. Ja. Heißt jetzt halt anders. Aber ist genau den, da habe ich auch gesagt, ich brauche Sticky Resin. Dass ich einen Tree Tap bauen muss, geht mir ein wenig auf den Keks. Weil, mache ich beim Sticky Resin nicht so. Ich arbeite nur mit Holz. Habe ich festgestellt, ist effektiver. Also, was meint er aber damit, wenn jetzt er sagt, man sollte unten das Wasser anschließen? Hat natürlich Vorteile, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich gehe jetzt hier runter, gehe im Boden rein und komme von unten nach oben, dann ist das natürlich fein, weil wie gesagt, da kann nichts rausströmen, da kann nur Wasser rein. Jetzt, wenn man aber schön gebaut hat und sagt, ja, das ist ja total toll. Ja, ich mach mal die Vorführung mit dem Ding hier. Brauchen wir schnell ein Werkzeug. So. Und ihr wollt jetzt hier keine Bronze nehmen, sondern Wood. Dann habt ihr hier diese schöne. Ich mach mal schnell das Grid hier aus, dass man dieses Grid hier sieht. Und zwar, ihr seht, dass da Punkte sind auf der Seite. Oben, unten, mittig, links und rechts. So, wenn ich jetzt unten draufklicke, dann verbinde ich das. Die da sind für hinten. Der ist für vorne. Und alles andere erklärt es. So, wenn man jetzt aber sneakt. Bei mir ist es die Steuerungstaste, bei euch wird Shift sein. Und ich mache jetzt einen Rechtsklick. Dann seht ihr diesen Pfeil. Und dieser Pfeil heißt, diese Pipe geht nur in diese Richtung. Also Pfeil nach unten. Das heißt, ab jetzt kann auch bei einer Holzpipe kein Steam nach oben abtreten. Also ihr müsst das definitiv so machen. Ihr könnt es auch so machen, dass ihr das Ding macht, drückt eure Steuerungstaste und zack, ist dieser Pfeil. Also wir machen es nochmal weg. Zack. Wir gesehen. Steuerung drücken, wenn der nicht angeschlossen ist. Hinklicken, anklicken und dann ist das Ding unten. Ich würde immer zuerst nur diese Pipe hier anschließen, bevor ihr den Rest macht und den Pfeil halt hinmachen. Also ich mache immer eigentlich das von Anfang an, dass ich dann da schon mal ein bisschen außen vor bin. So, dann will ich jetzt, er schreibt von allen Seiten. Dann hoffen wir mal, dass das auch so ist. Dann machen wir jetzt noch hoffentlich schnell den da. Brick Bronze Hull. Dafür brauchen wir wieder 10.
Davon brauchen wir. Okay, das heißt also, wir müssen noch mal schnell runterlaufen. Schnell noch mal Wasser holen. Dann müssen wir uns auf jeden Fall provisorisch ein paar von den Rubber Trees aufstellen. Brauche beide Eimer Wasser, stelle ich gerade fest. Ich brauche ja drei. Kriege hier nur zwei raus. Na, Gott sei Dank habe ich vorhin auf die glorreiche Idee bestanden, gleich mehr zu machen. Das ist da warum. So, du kommst schon mal raus. Ja, bist du auch, jawohl. Und du bist auch. So, dann brauchen wir noch mal 10 davon. Dann haben wir jetzt die da, dann haben wir jetzt das da. Und wir brauchen den Hammer dafür. Brigitte Bronze Hall. Jawohl. Ich habe irgendein Werkzeug. Genau. Wrench habe ich nicht aufgeräumt. Das sollte ich da tun. So, jetzt brauchen wir ein Steam Alloy. Das heißt, wir brauchen nochmal zwei Öfen. Wir brauchen diese Pipes. Diese Pipes sind die Small. Davon kriegen wir 6. Das heißt, ich brauche jetzt davon 12. Und wie man sieht, das Zeug verschwindet schneller, als man es hergestellt hat. Wir brauchen Small. Jawohl. Darum bin ich auch immer so ein Freund, dass da daneben eine Chest ist, um das auch zu machen. Okay. So, dann heißt es jetzt, wir haben unsere Dinger da. So, dann brauchen wir auf jeden Fall 16 davon. Davon 12. So, 1, 2. Dann war das erstmal rausgehen, dass es auch schnallt. Achso, muss nicht schnallen. So, dann kommst du raus. Du kommst in die Mitte. Und du kommst drüber. Jawohl. Und wir haben den Alloy Smelter. Noch jetzt eine wichtige Sache. Ich muss noch mein Werkzeug holen, sonst kann ich es nämlich nicht erklären. So, und zwar, wenn jetzt ihr das ganz normal hinstellt, dann habt ihr es hingestellt und passiert nichts. Ihr könnt jetzt auch hier hingehen und sagen, da oben, ihr klickt dran. Ja, geht es? Geht es bei dem wohl nicht? Okay, es geht bei dem nicht. Gut zu wissen. Jetzt drückt ihr wieder die Sneak-Taste und klickt aufs Rohr. Und jetzt hat er sich auch verbunden. Also, dann habt ihr gesehen, dass da hinten ein kleines Loch war. Das bitte nach oben drehen. Weil er muss irgendwo seinen Dampf raus haben, ist dann, will er den Dampf nach hinten rausdrücken. Ja, wäre schön, geht nicht, nein. Das ist Wunschdenken. Dann macht er nicht weiter. Also dann ist nicht die Maschine kaputt, sondern er hat einfach nur keine Möglichkeit, den Druck abzulassen. Genau, könnt ihr mal üben daheim? Nein, tut es natürlich nicht. Will nicht dafür verantwortlich sein, dass jetzt irgendeiner platzt. Ja, aber weiß man selber, wenn man ein bisschen Bauchweh hat, ne, und der Druck will nicht raus, dann tut's weh. Die Maschine tut's zwar nicht weh, aber sie sagt, ja, meine, du mich auch.
Aber wir haben jetzt schon mal meiner Meinung nach mit die wichtigste Maschine im Bronze Age. Maserator ist noch ziemlich wichtig. So. Und ihr könnt es aber auch so machen. Ihr müsst nicht in die Maschine rein. Nur zur Anschauung. Gut. Also, das heißt, wir haben jetzt einen Small Coal Boiler. Wir haben einen Alloy Smelter. Die werden wir alle beide beim nächsten Mal dann in Betrieb nehmen. Ich werde jetzt noch ein bisschen da drin aushöhlen. Eventuell Kohle noch suchen und mein restliches Geschlamp aufräumen und mir mal einen Kopf machen, wie man das da unten am besten gestalten kann. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer damit in die Kommentare. Wenn ihr was noch mehr erklärt haben wollt, schreibt es mir auch rein. Dann kann ich da drauf in den nächsten Videos auch eingehen. So, und dann wünsche ich euch beim restlichen Programm noch viel Spaß und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao.
Thank you.